Heute fahren Sie den IC-Zug nach Landeck-Zarms. Holen Sie die Passagiere ab und warten Sie auf Ihre Abfahrtzeit. Damit moin miteinander nur und ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von uns, die Enkos, mit meiner Wenigkeit. Ich bin nach Schulz, heute zurück im Train Simulator Classic. Ja, wir befinden uns heute auf der Strecke Albertbahn. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, stehen hier in Bühlendienst. Ja, und fahren heute den Zug über Langen am Alberg, über St. Anton am Alberg bis nach Landeck-Sams. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ungefähr die Hälfte der Strecke, also einmal von hier bis, wo war das? Hier oben, ne? Auch nicht. Na, wartet. Aha, bis hierhin. Genau, also von hier, so, zack, von hier bis nach dort. Also ist gut, fast die Hälfte der Strecke. Die Albergbahnstrecke ist auch relativ lang. Wir, glaube ich, haben auch schon mal die eine oder andere Fahrt hier gemacht. Und ja, genau. Damit würde ich sagen, start mal. Wir fahren heute auch, oder sind heute unterwegs mit der ÖBB-Baureihe 1016 und haben hier die ÖBB-Intercity-Wagen hinten dran. Und ja, haben 5 Wagen dran und rüsten unseren Zug erstmal auf, schalten uns die Instrumentbeleuchtung ein, machen uns die PZB und die SIFA ein. Richtungswender können wir nach vorne machen. Dann können wir hier unseren AFB-Schalter umlegen und dann mit der Taste Y können wir dann die AFB hochschalten und mit der Taste C dann wieder runterschalten, Ausfahrt. Ja. Scheint bei 140 zu sein, dann können wir hier gleich die AFB auf 140 machen. So, wir fahren dann insgesamt 64 Kilometer, mein Gott. Und ja, Stunde ist vorausgesehen, die Fahrt. Mal gucken, ob wir es schaffen. wir werden es sehen. So, dann mal ein bisschen die Bremse noch anziehen, die Lokbremse mal lösen. Können rausschauen, Türen sind zu und damit ist dann auch die Abfahrt. So, ja, wenn ihr Streckenvorschläge habt oder andere Sachen, mit welcher Baureihe ich mal unterwegs sein soll, mit einer bestimmten, also wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, könnt ihr mir dies natürlich sehr gerne dann mit unten in die Kommentare reinschreiben. Ich richte mich natürlich auch danach. So, SIFA nicht vergessen. Dann beschleunigen wir mal auf die 140. Der gute Zug hier mit den Traktoren muss man auf uns warten. Ja, auch 100. Ne, 10, 16 Doppeltraktion. Naja, Ankündigung für 70. Müssen wir das bestätigen? Ne, gut. Okay, hier müssen wir aber bestätigen, oder? Auch nicht. Gut, hat geblinkt. Ich kenne mich mit den österreichischen Signalisierungen noch nicht so aus. Muss ich fairerweise dazu sagen. So, gut. Können wir es schon ausrollen lassen, beziehungsweise schon ein bisschen bremsen auf die 70. Die Fahrpläne sind hier sehr, sehr, sehr eng getaktet, muss ich sagen. Aber vielleicht kriegen wir es dann heute hin hier. Mal gucken. Die Hoffnung gebe ich zumindest nicht auf. So, dann geht es jetzt erstmal hier den Berg hoch. So, auf B können wir auf 70 stellen und damit können wir dann gegensteuern. Ab hier 70. Elektrifiziert die Strecke. Strecke ist von der ersten SLO gebaut, gibt es so schon seit ein paar Jahren auf dem Markt. Wie gesagt, waren ja schon mal hier unterwegs. Ist aber schon eine Weile her. So, dann können wir hier auch. Ja, gibt hier nochmal eine Kurve. Oh, kommt. Oh, können wir hier die Gunst der Stunde nutzen, um ein schönes Thumbnail zu machen. Sieht nämlich außerordentlich gut hier aus. Und dann schlängeln wir uns jetzt erstmal hier lang am eingleisigen Streckenabschnitt. Oder ist er doch zweigleisig? Ne, eingleisig. Ganze Stücke sogar. Okay. Gut. Hatte erst Befürchtung gehabt, dass wir hier dass wir hier schon mal unterwegs waren, oder also waren wir schon, aber ob wir diese Aufgabe schon mal gefahren haben, aber jetzt wo ich gerade hier so lang fahre,
Ja, kann ich mich gerade nicht entsinnen. So, 23 Kilometer noch bis nach Langen am Arlberg. Arlberg, oder wie es ausgesprochen wird. I'm so sorry. Nimmt es mir nicht übel, verurteilt mich heute bitte nicht. Meine Aussprache ist nicht die beste. So, Vorsignal war gerade grün. Ah, schon sehr schön hier. Fenster geht auf. Sehr schön. Ah, so ein bisschen Dorf-Feeling ist schon hier, ne? Ein paar Silageballen. Ein oder andere Hochhaus ist auch noch hier. Ein paar Dorfbaracken. Müsst ihr mal gleich sehen. Ja, guckt euch die an hier, die Dorfbaracken. Wunderbar. Wunderbar. Und hier auf der linken Seite von uns ein schöner Bergpass. So ist es hier in Österreich. Ich glaube, wir sind zumindest in Österreich. Ich würde meinen. So. Schlingen wir uns hier entlang. Vielleicht kriegen wir auch eine schöne Ansicht. Ja, von hier oben. Mal gucken, ob wir was sehen. Schön auf der Brücke hier. Ah, ist das sicherlich, Freunde. Das sieht doch herrlich aus. Die Dinger hier oben, alles schön und gut, aber jetzt hat man gerade was gehabt. Aber es sah auch nicht so optimal aus durch die Bäume. Komm, gib doch uns mal was Vernünftiges. Oder nicht. Schauen wir uns mal die Perspektive an, hier auch schön ein paar Kühe auf der Weide. Ah, sehr schön. So, Gott, wir gehen wieder rein. Beobachten mal das Geschehen hier vom Führerstand aus. Müssen auch ein bisschen auf die Signale achten. So ist es. So ist es. Ja, Aufnahme ist heute oder mache ich am 15.02. Nur so zur Information. Genau. So, vorne ist auch alles grün. Sehr schön. Fahren wir gleich durch Barz. Schock auf. Hoffe, ich habe es nicht ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob da jetzt Entgehungspunkt ist, also wo sich Züge begegnen können und ob dort ein Bahnhof ist. Zumindest wird es jetzt zweigleisig. Oh, sogar dreigleisig, okay. Nimm hier die goldene Mitte. Bahnhof ist hier nicht. Naja. Interessant. So. Ach, ich liebe schon die Strecken von erstes sind schon wirklich außerordentlich gut. Also, muss man ja mal sagen. Bin ja sehr gerne unterwegs. So von den Texturen und allem drum und dran sieht das schon echt gut aus. Und erstes hat ja auch eine neue Strecke angekündigt, die jetzt in Entwicklung ist. Haben sie ja auch gezeigt bei Razem.de, ja, wo die Bahnhöfe, oder die Bahnhofsgebäude und die Bahnsteige sich gerade in der Entwicklung befindet. Das denke mal dann so in der nächsten Zeit, wenn man dann vielleicht die eine oder andere Strecke bekommt. Angekündigt war ja auch noch die Rudolfbahn hier in Österreich. Ich bin auch gespannt. Ob es jetzt die ist, weiß ich nicht. RSSLO ist ja auch bekannt dafür, dass die an mehreren Sachen gleichzeitig arbeiten. Muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Aber da lassen wir uns dann einfach mal überraschen, was dann als nächstes kommt. Insgesamt haben sie ja 5 Strecken angekündigt. Ja, für das Jahr 2023. Und ich glaube auch 4 oder 5 Fahrzeuge. Eins kam ja schon, das Fahrzeugpack. Die ÖBB, überlegen. Ja,
Wartet mal, wo habe ich das mir bestimmt noch notiert gehabt? Bevor ich ja unten erzähle, genau, die ÖBB 8633 Pack von RSSLO. Ja, in zwei Varianten. Genau. Wo, ja, der fahrbare Steuerwagen mitgeliefert wird und die Baureihe 1116. Wir fahren jetzt hier gerade die 1016, dort wird mitgeliefert die 1116. Ich glaube, war für 14,99 oder 15,99 oder 16,99 bei RSSLO. Ja, auch dazu schon ein Video gemacht, was was vor 14 Tagen online kam, wenn ihr das Video seht. Genau, also könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Haben wir eine kleine Testfahrt gemacht. So. So sieht's aus. So, ein paar Tunnelabschnitte auch noch. Sehr schön. Ich bin noch echt gerne hier in Österreich unterwegs. Also Landschaft ist schön. Strecke und Gestaltung ist voll schön. Ja. Abwechslung über Schnellfahrstrecken, sehr kurvigen Strecken, viele Brückenfahrten oder Tunnelfahrten. Ja, oder auch jetzt wie hier mit so einem künstlich, wie nennt man das, so ein Dammgebäude oder irgendwie so. Er sieht schon echt nicht schlecht aus. Schauen wir mal, dass wir hier keine vernünftige Ansicht bekommen. Das hatten wir gerade inne gehabt. Scheiße. Schön mit dem Intercity-Wagen. Wunderbar. Schön. Da geht doch glatt mein Herz auf. So, Hintergassen. Fahren wir einmal durch hier. Okay, hier kommt noch eine Strecke dazu. Dann auch nochmal eine Ausweichmöglichkeit. Für Güterzüge, was auch immer. Sehr schön. Also sehr scharfe Kurven hier, ne? Schön. Ich weiß gar nicht, was insgesamt die Streckenlänge ist. Ich vermute mal so ungefähr 150 Kilometer. Da vom Anfangspunkt. Ich glaube, jetzt muss ich überlegen. Wie hieß das? Von Bulzen. Von Bulzen geht es ja dann bis nach Innsbruck. Hauptbahnhof. Genau. Da ist dann bestimmt schon so 150 Kilometer werden das bestimmt schon sein. Gibt es ja von Innsbruck auch nochmal einen Streckenabschnitt, der dann irgendwo anders hinführt. Was heißt da Deibel wohin? Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber ich denke mal, das wird irgendeine S-Bahn-Strecke sein oder irgendwie so. Also wenn ihr da mehr wisst, kann es euch ja mal zeigen. Und zwar ist das hier von Innsbruck hier lang bis nach Hochzierl. Ich weiß nicht, ob da S-Bahn-Strecke ist oder irgendwie so. Also wenn ihr mehr darüber wisst, könnt ihr es mir natürlich auch sehr gerne mit in die Kommentare schreiben. Ich weiß, ich bin schlecht vorbereitet immer für die Videos. Nur ist momentan ein bisschen was los. Ich habe jetzt gerade aktuell Schule. Hatte 32 Stunden gehabt, sonst hätte ich eigentlich 8 Stunden, dann wäre ich ja erst so 16 Uhr zu Hause. Aber heute nur 6 Stunden gehabt, weil irgendwie noch eine Lehrerversammlung ist oder sowas da in der Art. Ich beschwere mich noch früher rüber, konnte heute wenigstens was machen, dann abgesaugt, meine ganze Bude gewischt, hab dann noch meinen Abwasch gemacht, war schon baden, noch ein paar organisatorische Sachen, ich habe jetzt euch ausgesprochen, erledigt. Jetzt noch eine Aufnahme, bin ich schon mal froh, habe ich für die ganze Woche schon mal die ganzen Aufnahmen fertig soweit. Und ja, danach kann ich schon eine Arbeit machen und danach geht es an den Videoschnitt ran. Habe ich nämlich auch noch nicht gemacht, aber die Woche ist auch echt vollgepackt. Morgen, also dem
16.02. habe ich Performanzprüfung Vormittag. Das ist wie so eine Zwischenprüfung. Habe ich oder musste ich natürlich auch viel lernen dafür und will es ja natürlich auch bestehen. Freitag 8 Stunden, Freitagabend dann noch Aufnahme. Dann geht Samstag nach Berlin. Trainspotten. Also viel zu tun. Zwischendurch noch ein paar Livestreams. Ah, ja, steht noch in der City. Moin, Meister. Gegenzug. Naja, so ist es. Aber es ist alles machbar. Aber es ist ja nicht jede Woche so stressig wie die jetzt zum Beispiel. Die nächsten Wochen wird es dann sicherlich, hoffentlich, dann auch entspannter. So. Aber krass kurvig auf der Strecke. Also nicht schlecht. So, 10 Kilometer noch, dann sind wir schon am ersten Halt. Langen am Allberg. Fahrt sich hier eigentlich ganz gut weg. Auch wenn wir bis jetzt nur 70 fahren dürfen. Ich weiß gar nicht, wie es dann weiter aussieht, aber die. Naja, gut. Dann, wenn wir an Langen am Allberg sind, wird es dann zweigleisig, dürfen wir wahrscheinlich dann auch schneller fahren. Dass wir dann auch schneller vorankommen. Aber ist auch schön hier, sich mal ein bisschen den Berg hier hoch zu schlängeln. Mit den verschiedensten Brücken, verschiedensten Tunneln oder Halbtunnel. Obwohl ich glaube, das ist jetzt hier, wo wir durchfahren, ist glaube ich gedacht für Lawinen oder irgendwie so. Vermute ich mal. Aber ich kann mich auch täuschen. So, dann erinnern sich. Ja, erinnern sich gibt es heute leider gar nicht. Von den ÖB in das City waren. Mein Gott, so ein Weitwinkel drin hier. Alter Falter. Wann gibt es denn hier so Weitwinkel? Okay. Wusste ich auch noch nicht. Naja, gut. Vielleicht ist es doch gerade mal wieder nur ein Fehler von meinem PC. Was auch immer. Da muckt der manchmal hoch rum. Aber es ist immer so, wenn die Garantie abgelaufen ist, dann geht es sowas. Aber so kann ich mich nicht beklagen. Funktioniert alles. Manchmal so ein paar Probleme. OBS hat manchmal auch so seine Probleme, seine paar Wehwehchen. Ist manchmal ein bisschen nervig. Aber naja, was will man machen? Damit muss man leben können. Ja, was ich auch sehr schön finde. Wo es auch wieder animiert und so weiter und so fort. Jetzt kann ich immer Setter dunkel machen, ausschalten. Das geht leider nicht, aber ist nicht so schlimm. Ja, was ich bin so zu sorgen, hier hinten haben wir Fahrmotorlüfter, die wir ein- und ausschalten könnten, was jetzt hier nicht umgesetzt ist. PZB, LZB, Befehl 40, Wachsam, hier ist Wachsam, da ist frei. Hier ist der Patro, Stromabnehmer, Türwahlschalter müsste das sein. Ich glaube, das ist hier noch so, ja, die Durchsagen sprechen. Ja, AFB-Schalter, Fahrstufenschalter, dann haben wir hier unsere. Na, Richtungswender. Ja, ich glaube, das ist der Türwahlschalter. Kann auch sein, dass es die Raumbeleuchtung ist für die Wagen. Kann auch sein. Aber das ist die Raumbeleuchtung für die Wagen. Keine Ahnung. Ja, Sandstreuer. Weiß ich nicht, was das ist. Hier haben wir noch unsere Wahlsignallichter, Instrumentenlichter, Führerstandsbeleuchtung. Hier haben wir unsere ganzen Instrumente. Ne? Ja. ZS, Tür, SIFA, Bremse, PZP, SFP und so weiter und so fort. Türkraftanzeige, Bremskraftanzeiger, unser Stromanzeiger, LZB, Tacho eingebaut auch gleich mit für LZB und der AFB.
Also dieses TR bedeutet, weiß ich nicht. Zugbremse, dynamische Bremse, Lokbremse, Bremszylinder, Hauptluftbehälter, Ebola, Türfreigabe, Horn und Hupe. Ja, sonst können wir hier noch die Rollos ein bisschen runter machen. Ich auch mal ganz gerne. Bleiben sogar unten, wunderbar. Die Fenster können wir hier einmal komplett aufmachen. Leider verändert sich am Zaun nicht. Nee, leider nicht. Aber naja. Ist trotzdem eine schöne Baureihe. Fährt sich gut hier mit der Taurus. Mit der Baureihe 1016. Und der ÖBB. So. So, dann sind wir auch schon gleich an unserem ersten Halt. Ich habe noch Anton an Alberg. Ungefähr weg 15 Kilometer und dann Landeck Zams, wenn es richtig ausgesprochen ist. Wenn es richtig ausgesprochen ist. So. Ja, sonst gibt es eigentlich aktuell nichts, irgendwelche Ankündigungen für Train Simulator. Oder sonstigen, zumindest was ich jetzt berichten könnte. Wenn ihr irgendwelche Neuigkeiten habt, könnt ihr es natürlich sehr gerne in die Kommentare schreiben. Zumindest jetzt Stand 15.02. Ist gerade nichts Neues, was so angekündigt ist. Oder irgendwelche Fortschritte von gewissen Strecken. Ja, kann ich euch leider erst einmal nichts weiter dazu sagen. Aber ihr wisst ja, wenn ich was weiß, dann berichte ich natürlich. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann gerne kostenlos den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um zukünftig keine weiteren Videos oder auch Livestreams mehr zu verpassen. Und dann bekommt ihr auch immer wieder eine wunderbare Benachrichtigung. So, auf 70 beschleunigen. Vielleicht können wir nochmal kurz auf 100 beschleunigen. Nochmal Aufenthalt, eine Minute. Aber bis jetzt kommen wir ja überpünktlich an, was natürlich gut ist. Aber wenigstens ein paar Minuten Stehzeiten. Nein, ist es gut, eben für die Passagiere haben sie genug Zeit einzusteigen. Zum anderen kann der Lokführer dann auch mal 2 Minuten länger verschnaufen. So. Gut, kann man von da beschleunigen. So, mal die Bauer hier, dass wir nochmal den Berg hier hochkommen. Ein bisschen das Kipplicht anmachen. Schadet auch nicht, habe ich mal gehört. So, nächste Station Langen am Alberg. So, können wir es ausbrennen lassen. Und den Rest bremsen wir dann. Schön die Strecke. Gefällt mir bis jetzt echt gut. So oft war ich jetzt hier noch nicht unterwegs, muss ich dazu sagen. Aber wirklich fertig gut. Sieht wunderbar aus. Ja. Weiß jetzt nur nicht, ob wir den Streckenabschnitt schon mal befahren haben. So, Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, schnell mal 2 ÖBBs abgestellt. Kommt zum Stehen. So, und machen damit die Türen auf. So, geht's hier gleich aus dem Innentunnel raus, gleich wieder rein in den nächsten Tunnel. Wird nicht langweilig, meine Freunde.
Können uns aber erstmal das Licht wieder ausmachen. Brauchen wir nicht. So, können uns dann derzeit hier mal ein bisschen uns umgucken. Ja, Bahnsteig ein bisschen nackig, aber wird vielleicht auch so eine Realität sein. Keine Ahnung. Also die Texturen von den Türen und so sehen schon echt gut aus. Vielleicht die Knöpfe ein bisschen weit vorne. Aber so, das Gekuppelte und allem drum und dran. Na gut, die Schläuche sind halt jetzt nicht verbunden, aber naja, es ist in Ordnung. So. Hier sind Abteilwagen, hier hoch. Ja, hier hoch. Hier hoch. Okay, sind überall Abteilwagen. Ich weiß nicht, ob das so üblich ist, aber naja. Schlimm ist es jetzt nicht. Hier haben wir noch ein Scheißhaus haben wir hier noch. Auch sehr schön. Ein paar Wagen abgestellt. Sehr schön. Auch interessant aus hier unten. Ja, ein guter Zug. Also groß ist es nicht, ne? Also so kleine Stadt hier. Mitten im Tal hier. Ja, ist schon schön, ne? Also in Realität stelle ich es mir echt schön vor, wenn so Schnee liegt und allem drum und dran. Ja, stelle ich mir schon schön vor. Setze hier hoch, wird ein Schlitten runter. Ui. Ah, schon schön. Naja, gut. So, hier noch ein kleines Bahnhofshäuschen. Da sitzt hier Stellwerkführer drin, keine Ahnung. Schön. Also vom Bahnhof und so die Texturen, ne? Ah, sieht schon echt alles echt ganz gut aus. So, gut. Ausfahrt steht. Wir lösen die Bremsen. Gucken raus, sieht alles gut aus. Brauchen wir ein bisschen, bis die Bremsen lösen. Aber dann geht es dann auch schon los. So, 11 Kilometer bis St. Anton am Eilberg. Geht's los. So, Weilerfahrt mit 100. Was auch immer da blinkt. Grün und dann blinkt da irgendwas. Also grünes Hauptsignal. Und zusätzlich blinken, grün blinken. Zum Vorsager bestätigen. Kommt aber nichts. Gut. Dann ist ja gut. So. Wir können aber beschleunigen. Bis auf die 100. Mal ein bisschen Kipplicht an hier. Dann ein bisschen was vom Führerstand noch sehen. Und dann ist gut. Wunderbar. Ja. So ist es. So, bin mal gespannt, was da so dieses Jahr noch so zum Ganzen für Train Simulator rauskommt. Also jetzt auch von Weltentwicklern und so weiter und so fort. Ne? Jetzt nicht nur von Dofter Games abgesehen. Das Spiel lebt ja jetzt eigentlich nur noch wirklich nur noch über, ja, von den ganzen Drittentwicklern, wie RSSLO, 3D-Zug, VR. Ja. Von anderen Entwicklern wie zum Beispiel, ja, muss ich selber überlegen, Altair zum Beispiel, ja, Linux, FM und so weiter und so fort. Aber so ist es halt, ne? So ist es. Aber so muss ich sagen, was so letztes Jahr rauskam, war schon echt wirklich schön. Kann mich nicht beklagen. Mich, ganz im Gegenteil, habe mich sogar auch sehr gefreut darüber, was da so alles rauskam. Ob das die neue Strecke war, U1 Hamburg, die auch wirklich sehr, sehr, sehr schön war. Ja, oder auch anderen Strecken. Moin, geht's doch. Ein kurzer. Ich weiß nicht, in welchem Takt die hier alle fahren.
Aber es scheint so ein bisschen, als würden die so einen Halbstundentakt fahren oder irgendwie so. Naja. Aber schon langer Berg hier, ne? Aber es ist natürlich dann auch besser, durch den Berg zu bauen, anstatt ja, um den Berg herum zu bauen. Ist dann meistens kürzer. Ich weiß nicht, ob das dann noch günstiger ist, wenn man jetzt hier so einen Tunnel bohren tut, als außenrum. Ich würde mal meinen, da nimmt sich preislich nicht viel. Auch wenn so eine Tunnelbohrmaschine Heidengeld kostet, aber ja, so ein Bergpass, den muss man ja auch abstützen mit allem drum und dran. Da kann man nicht einfach wild eine Schiene draufsetzen und dann einfach einen Zug losfahren lassen. Aber so einfach ist es dann auch nicht. Ja. Denke ich mir mal, wird sich das bestimmt preislich nicht viel nehmen. Vermute ich zumindest. Kann mich natürlich auch täuschen. Ach ja. So, so war gleich schon ganz St. Anton am Allberg. Oh, mal schönen Namen, so wie St. Anton oder St. Georg. Oh, das sind auch schöne Namen. Und ist schon so idyllisch an, finde ich. Also ist schon nicht schlecht. Schon krass, ne? Also fahren wir anscheinend durch den Allberg hindurch. Ist da hier nur Tunnel 10 Kilometer geführt. Aber ist ja nicht schlecht. Will mich ja nicht beschweren. So, nächste Station ist dann St. Anton am Arlberg. Ausstieg wird dann gleich bekannt gegeben. Ah, ich bin ja nicht streckenkundig. Das führt mir dann, oder geht dann, oder kann dann mir zum Verhängnis führen. So, Ausfahrt haben wir zumindest mal 240 dann in St. Anton. Das hört sich ja schon mal super an. Und dann geht es auch rapide bergab. So, dort alles grün. Vorsignal ist auch grün. Das ist natürlich super. So. Schon mal langsam. Oh, auch cool. Der Bahnsteig grenzt hier gerade, grenzt hier richtig am Tunnel ran. Ah, und geht gleich natürlich wieder rein in den Tunnel. Mein Gott, ist da ja wirklich eine reinste Tunnelfahrt. So. Okidoki. So. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das Signal jetzt hier für eine Bedeutung hat. Aber ich würde meinen, es steht auf Fahrt, oder? Genau, mal kurz mal duschen. Ja gut, Ausfahrt haben wir ja auch schon beim Hauptsignal, also sollte es kein Problem sein.
Wir fahren ja anscheinend einmal quer durch den Berg. Dann kommen wir hier unten raus dann. Keine Ahnung. Aber das sieht schon echt genial aus, ne? Guckt euch das große Gebäude an. ÖBB. Kommst hier rein, gehst hier hoch, dann hier zu den Bahnsteigen und dann hast du hier Tunnel, da kommt da raus der Zug und da haut er gleich wieder ab, ja. Schön. Ah, sieht schon echt nicht schlecht aus. Echt coole Sache. So. Aber warum ist denn das jetzt so weitwinklig hier? Begreife ich nicht ganz. Aber ich sag's mal so, ich weiß, ich glaube, die fahren hier nicht lang, aber so ein ICE-T sich irgendwie auch lang brettern, ne? Also muss ich schon sagen. So, gut, lösen wir die Bremsen. Sind jetzt allerdings nicht allzu viel. So, und Bremsen sind gelöst. So, gut. Und dann geht die Fahrt weiter. Ja, 27 Kilometer haben wir schon wieder unsere Endstation erreicht. Landeck am. Oder Landeck Zamt. Weil ich es jetzt, wie gesagt, richtig ausgesprochen habe. Anders kann ich es mir gerade nicht vorstellen. So. Ach, hier oben auf 400 Meter. Okay. Sind auch immer eine Beschriftung dran. Ja, wie viel Meter? Ja, oder an welcher Zuglänge und wie wir wo halten sollen. So, wir können auch mal ein Tunnel Fernlicht anmachen, sehen wir auch ein bisschen mehr. Dann geht es ja steil ab hier den Berg. Und die Power geben. So. Ja, ja, Sifa. Mein Kopf so. Geht's hier richtig zur Sache. Na, Tatsache, wir kommen sogar hier unten raus. Na, schön. Nice. So soll es sein. Was sind das eigentlich für Signale? Ich muss mir echt mal ein bisschen das Handtuch mal vornehmen und hier mal ein bisschen studieren. Hier sind ja auch alle Signale beschrieben und allem drum und dran. Nur ich finde dazu mal keine Gelegenheit. Was ein bisschen traurig ist, aber naja, was will man machen, ne? Was will man machen? Aber es ist auch ein bisschen die Faulheit, gebe ich offen und ehrlich zu. Ah ja, gut. So, Pet neu, fahren wir gleich durch. Oh, guter Zug nochmal. Der hier vorbeikommt. Gut, ja, fertig, lassen wir jetzt an, geht da wieder in den nächsten Tunnel rein. Aber hätten wir das Fahrlicht dann eigentlich rein theoretisch gesehen auch ausschalten können. Und bremsen dann mal. Oh Gott, ich hab mich erschrocken. Und wie eine Zwangse. Warum? Halt die Klappe, warum? Warum? Alter Falter. Ein Signal übersehen oder was? Zwangsbremsung. Oh, komm, Tante. Ja, ist gilt. Ich bin wach. Zwangsbremsung. Warum habe ich jetzt eine Zwangse bekommen? Kann mir jetzt auch keiner sagen, ne? So, Bremsen lösen sich. Komm, löse dich schneller. Sonst komme ich nicht pünktlich an hier. Dann gibt es keinen großen Haken. So.
Apartment ist wirklich enge hier. So, gut. Na dann, mal ein bisschen Schubpakete geben jetzt hier. Dürfen wir gleich weiterfahren mit 140, weil es hier nur die Kurve. Aber warum ich jetzt hier eine 20 bekommen habe, wahrscheinlich wegen 130, kann ich mir denken. An irgendeinem Signal wird es nicht gelegen haben, war ja alles grün und ja, das war Zwangsbremsung, war es auch nicht. Sperrsignal. Auch Schalter raus und Stromabnehmer runter. So, Stromabnehmer wieder rein. So und auch Schalter wieder rein. So. Schon dann kommen wir 100. Bremsen wir mal. Bisschen zeitiger diesmal. Nicht, dass mir wieder das Gemecker hier von der Zwangse mir anhören kann, ja. Da habe ich nämlich keinen Bock. So. Ankündigung für 70 kommt hoch. Zug beeinflussen. Ich habe nur vorsichtshalber, weil hier jetzt auch kein Magnet verbaut war oder so, habe ich das jetzt auch wirklich nur vorsichtshalber gemacht. Beim TS, da muss man mal schauen, aufpassen, da ist nicht immer alles gleich sicher. Doch mal eingleisig und ein bisschen kurvig. Okay, okay, okay. Aber ist nicht so schlimm. So, lass uns hier runterrollen. Sparen wir uns nämlich in Zugkraft. Oder Strom, besser gesagt, ne? Von der Oberleitung kommt. Weiß jetzt nicht, ob die unser Zug in der Lage ist, den Strom, den wir nicht verbrauchen, wieder zurückzuspeisen in die Oberleitung. Manche Züge können das ja. Weiß jetzt nicht, ob es der Zug jetzt hier schafft. Keine Ahnung. Denken könnte ich es mir, aber so sicher wäre ich mir jetzt dabei auch nicht. So. Ja, schön, kleiner Bach hier. Den wir gerade überquert haben. Ein Bahnübergang mit Holz verkleidet. Auch schön. Das hier. Guter Zug. Dach, Kollege. Doppeltraktion, genau, Traktoren. Sieht ein bisschen hässlich aus, aber naja. So ist es halt. Ab hier 70. Wenn es mit 72 fahren geht, die Welt jetzt auch nicht unter in meinen Augen. Wird schon schief gehen. Auch schon krass, ne? Wenn wir uns jetzt mal so den Bogen angucken auf dem F3-Monitor. Also hier unten der. Sieht schon interessant aus. Da werden die Bremsklötze dahinter richtig glühen hier. Landeck. So.
Aber es wird in Österreich so gang und gäbe sein, wahrscheinlich. Durch die ganzen Berge. Aber da, wo es hochgeht, geht es auch wieder runter. Das ist halt so. Aber auch so die kleinen Brücken und so, das ist schon echt wirklich schön gemacht hier. So mit Rundbögen und allem nochmal dran. Ja, schon wirklich. Ob das jetzt realistisch ist, das kann ich zwar jetzt nicht beurteilen. Ich habe die Strecke nicht verglichen mit Bildern oder irgendwie so. Geschweige war schon mal hier. Oder bin hier mal lang gefahren. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber so im Simulator muss ich sagen, sieht das schon echt gut an, aus. Das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt bei den Strecken von RSSLO, ist, es ist ja viel Grünfläche, aber es gibt auch Grastexturen, wie wir jetzt hier sehen, aber hier so an so gewissen Ecken und Punkten, zum Beispiel auch da oben hier, ja, fehlt es mir so einfach so ein bisschen. Sieht noch so ein bisschen nackig aus, aber ich weiß nicht, ob da was zu tun hat mit dem Performance oder irgendwie so. Das kann ja alles sein. Oder ob das so gewollt ist, weiß ich nicht. Finde ich, sieht ein bisschen nackig aus, aber naja. So ist es halt. Kann man nicht ändern. So, 12 Kilometer noch. Ich hoffe, wir kriegen das hier hin mit der Zeit. Wäre schon schön, wenn ich den großen Haken bekommen würde. Ist ja auch kein Karriere-Szenario, es ist ja unter Standard-Szenario die Aufgaben hier. Sind natürlich auch alle mitgeliefert, wenn euch die Strecke kaufen tut, sowie auch die Baureihe und das und die Wagen, die wir hinten dran haben und allem drin Rollmaterial, was wir hier sehen, was uns schon entgegengekommen ist. Genau, verlinkt ist natürlich die Strecke unten in der Videobeschreibung, wie auch. Ja, das Hauptspiel, was er natürlich für jedes Strecken-DLC benötigt. Ja, Standardspiel. Ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich glaube, die Strecke kann man selbst, glaube ich, auch im Steam Workshop kaufen. Beziehungsweise sich erwerben. Aber ich packe euch mal den Link von RSSLO rein. Das ist alles ein bisschen schöner beschrieben. Auch steht auch immer da, wo sich die Strecke befindet. Könnt ihr auch auf Google Maps dort vor Ort Spieler verfolgen. Welche Fahrzeuge alle mitgeliefert sind, auch von den Bildern jetzt her und so. Welche Wagen mitgeliefert sind, welche Güterwagen mitgeliefert werden. Die Aufgaben sind ein bisschen näher beschrieben und so weiter und so fort. Also, ich packe euch da mal den Link rein und könnt ihr mal. Ja, durchstöbern. Die Seile. Allerdings, was die Strecke kostet, kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber ich glaube 30 Euro. Aber für die Streckenlänge von ungefähr 150 Kilometern, ich weiß jetzt nicht ganz genau, also ich vermute es jetzt nur, ist das schon wirklich echt gut. Ne? Für die Fahrzeuge, für die Aufgaben. Ich glaube 8 Aufgaben, 6 oder 8 Aufgaben werden mitgeliefert. Schmeckt schon. Muss ich schon sagen. So. Tunnel sind doch schön, ne? Jetzt ist es mal so sehr rund in den Tunnel, eingleisig. Ah, sieht schon echt gut aus. Erst eingleisig, dann zweitgleisig, jetzt wieder eingleisig. Ah, schön. So. Ah, schön. Auch hier schön der Fluss. Auch wieder am Bergpass entlang. Ah, schon wirklich göttlich. Los hier.
Ja, die AfD verstellt. Das ist schon gewundert, hä? Trainingsrunde nicht mehr. Und da hat einer an der AfD rumgespielt, ja. Oh, 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 oh. Ah, ein bisschen vieles Gutes gewesen, ja. So. Jetzt haben wir es aber wieder eingestellt bekommen. Ja, sie war Tante. Ist gut. Ruhe. Oh, Junge, was ist mit dem Himmel los? Achso, das ist der Berg. Mein Gott, ey, ich dachte gerade schon. Den Unwetter jetzt oder was? Aber das ist der Berg. Gut, ich nehme alles wieder zurück. Schon geil hier. Aber so eine riesen Felsen oder Gletschersteine, was das hier sein soll. Ah, schon echt wirklich, wirklich gut. Sieht echt nicht schlecht aus. Gibt es hier ein paar Überholmöglichkeiten oder Ausweichmöglichkeiten? Schöne Ansicht. Ah, schön. Das sieht doch nicht schlecht aus. Wunderbar. Ah, schon echt klasse die Strecke. Obwohl, ich glaube, die ist auch schon alt, ne? Also die gibt es bestimmt auch schon seit ein paar Jahren hier auf dem Markt. Würde ich meinen. So, selber vergessen, jetzt erreicht man den Bahnhof Landeck Zams. Sie haben Anschluss an der Regionalbahn wie zum Fernverkehr. Von den Fahrgästen, die ja aussteigen, verabschieden wir uns im Namen der ÖBB und hoffen Sie bald wieder, Sie in unseren Zügen begrüßen zu dürfen. Selber Fahrgäste, noch eine wichtige Information: Das zukünftige Personal und der Lokführer wechseln hier in Landeck Zams. Also von uns aus verabschieden wir uns schon mal, wünschen Ihnen noch eine gute Weiterreise, für die Leute aussteigen, einen schönen Aufenthalt bzw. einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. So, immer nett sein, immer eine schöne Ansage, auch dazwischen sprechen, wunderbar. Ja, das wäre noch so ein kleines i-Tüpfelchen für erstes Ohr, wenn Sie noch eins Ansagen mit einbauen. Gibt es ja ein paar Aufgabenpacks von 3D-Zug, nicht von 3D-Zug, hier von RSSLO meinte ich natürlich. Allerdings habe ich mir noch keins davon gekauft und noch keins ausprobiert. Ob da dann Ansagen dabei sind, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Müsste ich da mal ausprobieren. Aber ja, so zum Großen und Ganzen ist das schon echt super. Allerdings, ja, das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, sind ein paar Ansagen. Würden hier noch gut hinpassen. Vor allem so schön auf österreichisch. Also mit diesem österreichischen Akzent in Österreich, soweit ich weiß, spricht man ja eigentlich Deutsch. Nur der Akzent ja, sticht halt sehr raus, würde ich behaupten. Genau. So. Da haben wir es auch schon wieder gleich geschafft. Auf dem Drive-Monitor sehen wir schon unser Halt. Sehr schön. Das Cap jetzt mal wieder ausgemacht. Brauchen wir jetzt nicht zwingend.
Aber ich sag's euch mal so, wie es ist, ne? Dann würde ich jetzt hier die ganze Zeit so 2, 3, 4, 5 km/h schneller fahren, würde man es zeitlich gar nicht schaffen. Also es ist schon gar nicht mal so schlecht, dass ich jetzt eben heute auch so 5 km/h schneller fahre oder irgendwie so. Weil wir sind, laut ITA, sind wir dann schon, ja, eigentlich schon fast auf die Sekunde da. Und hätte ich das jetzt nicht gemacht, ne, wäre man bestimmt in 2 Minuten zu spät. Das garantiere ich euch. Aber schon ein bisschen eng getaktet, der Fahrplan hier. So, vorne kommt auch schon Halt erwarten. Man muss aufpassen jetzt hier mit dem Einfahrsignal, bis da abläuft. Oder mit dem Warnsignal, ob hier Fahrt ist oder Fahrt gesperrt ist. Werde ich mal einen Blick raufwerfen. Aber naja, wird schon schief gehen. Ah, ist schon erteilt. Wird Fahrdienstleitung nochmal angerufen. Das ist das Signal jetzt hier, was in 500 Metern kommt. So. So, ein Güterzug wartet noch. Fernzug wartet ja auch noch. Dann müssen wir langsam runter. Wir haben noch bald den 500er bekommen. Denke ich mir mal. So. So, und bei 25 sind wir. Wir rollen aber noch ein bisschen vor. Oh, aber 100 Metern. Ist egal, wir halten einfach an. Und dann sollte gut sein. So, gut, wir machen die Türen auf und ja, können dann somit eigentlich dann gleich unseren Zug hier übergeben. Ja, war in meinen Augen wirklich eine schöne Fahrt. Wenn euch die Fahrt aufgefallen hat, könnt ihr es natürlich sehr gerne wissen lassen mit einem Däumchen nach oben. Ja, auch gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos oder Livestreams mehr in Zukunft zu verpassen. Bekommt ihr natürlich auch eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video hochgeladen ist oder wurde. Sowie auch, ja, wenn ich mal einen Livestream mache. Ja, könnt natürlich auch sehr gerne auf meinen anderen Social Media Kanälen vorbeischauen, wie Instagram und Discord. Alle Links sind unter der Videobeschreibung, könnt ihr natürlich folgen und auch abonnieren dort. Ja, gerne eure Streckenvorschläge unten in die Kommentare reinschreiben. Szenario sagt auch, gut gemacht. Das ist natürlich schön. Ja, damit verabschiede ich mich. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Natürlich auch allzeit gute Fahrt hier im Transalter Classic. Bis dann, euer Schulz von den Kurs. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.